BR Heimat. Habe die Ehre. Heute mit Tom Viehweg am Mikrofon und mein Gast, der mich durch den Vormittag begleitet, ist Herwig Danzer von den Möbelmachern aus der Hersbrucker Alb. Er ist schreinender Lehrer auf der einen Seite oder auch lehrender Schreiner, aber er ist auf jeden Fall ein ganz, ganz Kreativer. Aus Unterkrumbach, habe die Ehre, heißt unser BR Heimatratsch am Vormittag. Ja, ist dir diese traditionelle Grußformel noch geläufig, Herwig? Ja, schon. Also habe die Ehre. Schon, aber eher aus meiner Münchner Zeit. Also als wir in München studiert haben, da hat man es öfter gehört. In Franken kann ich mich nicht so erinnern, dass es so verbreitet war. Zur Ehrenrettung der Franken muss ich sagen, als ich heute ins Studio gegangen bin, ist mir ein Kollege entgegengekommen, der mich genau so begrüßt hat, obwohl er nicht gewusst hat, dass ich heute diese Sendung fahre. Insofern, ja, ist es. Aber es ist ja trotzdem, auch wenn man das Bayerische, das Südbayerische Servus, was man natürlich in Franken schon auch verwendet, sagt, es ist ja auch was Wertschätzendes, was da mitschwingt. Geht uns das heutzutage ein bisschen ab, auch bei der Begrüßung? Auf jeden Fall. Und gerade diese Wertschätzung, also die Formel selber, habe die Ehre, finde ich wunderbar. Es ist halt gerade nicht so gebräuchlich, leider. Vielleicht sollte man es wieder einführen. Mach mal deine Sendung noch bekannter und dann sagt wieder jeder, habe die Ehre. Genau, wir bemühen uns zumindest täglich darum, denn den Ratsch gibt es täglich. Aber du hast gerade München angesprochen, wo du studiert hast. Da, wo du ursprünglich herkommst, da sagt man vermutlich weder, habe die Ehre, noch Servus, oder? Ich weiß jetzt nicht, was du meinst. Ich bin in Nürnberg geboren und wie gesagt, mit 11 nach Hersbruck gekommen und dann ein paar Jahre München und danach wieder Hersbruck. Also so viel war es nicht. Also ein echter Mittelfrankenke, kann man sagen. Ja, mehr geht nicht, als in Nürnberg geboren worden zu sein. Wobei Nürnberg ja so ein bisschen auch in Franken so dazwischen liegt. Also gerade wenn man Oberfranke ist und Nürnberger Mundart hört, dann denkt man, man ist schon ein bisschen halb in der Oberpfalz durch diese gutturalen Laute. Und wenn man Unterfranke ist, dann empfindet man das sowieso eher als altbayerisch, weil die ja schon eher hessisch geprägt sind. Also es ist schon ein ganz schöner Flickenteppich hier mundarttechnisch in Norden Bayerns. Ja, aber das muss man als Diversität sehen und dann wieder feiern. 2 Stunden zum Ratschen an einem Werktagvormittag. Hast du da eigentlich die Zeit dafür normalerweise als Schreiner, als Betriebsleiter, als Verantwortlicher, als Geschäftsführer für die Möbelmacher? Ach ja, also ich kann mir für die Dinge, die wichtig sind, kann ich mir die Zeit nehmen. Und das sind natürlich idealerweise Kunden. Da hatte ich jetzt heute ausnahmsweise schon sehr früh, um eben uns zu ermöglichen, dass wir uns hier schon um 10 zusammensetzen. Aber ich habe ein Team, das einfach so hervorragend arbeitet, dass es nicht davon abhängig ist, dass ich hier ständig auf Fragen antworten muss. Das funktioniert schon auch, ohne dass ich da ständig da bin. Gott sei Dank. Ein Schreiner im Homeoffice, geht das überhaupt? Ja, wir hatten sogar. Meine Frau war in Paris und wir versuchen natürlich alle Corona-Vorschriften einzuhalten und das so zu machen, dass ja nichts schief gehen kann. Und unsere Tochter lebt in Paris und als sie zurückkam, ging es natürlich erstmal darum, einen Test zu machen und abzuwarten. Und da bin ich natürlich dann auch hier geblieben im Haus, das ja nur 20 Meter von der Firma entfernt steht. Aber solange der Test von meiner Frau nicht negativ war, wollte ich natürlich dann auch nicht rübergehen. Und deswegen habe ich selber auch dann von hier aus Homeoffice praktisch eigentlich in Sichtweite mit unserem ganzen Team gehabt. War auch eine lustige Erfahrung. Das heißt, Corona hat auch euren Alltag beeinflusst, auch wenn ihr natürlich ein Gewerk seid, das vielleicht gar nicht so betroffen ist von den Einschränkungen, was die Bewegungsradius angeht. Naja, also wir können eigentlich nur dankbar sein. Wir hatten so viel Glück und sind halt eine der Branchen, die schon auf der Positivliste standen. Ganz am Anfang beim ersten Lockdown gab es eine Positivliste, wer arbeiten kann. Und da waren das eben natürlich die Handwerker. Durften auch unsere Ausstellungen besucht werden und wir konnten mit Kunden gemeinsam planen. Also wir haben einfach sehr viel Glück gehabt. Nichtsdestotrotz achten wir drauf. Wir haben unsere Brotzeiten verlegt, sodass also die Teams halbiert werden und abwechselnd Brotzeit machen und man halt einfach schaut, dass wirklich so wenig wie möglich schief gehen kann. Alles kann man da nicht ausschalten, aber wir tun es so gut wir können und achten darauf, aber haben eben das Glück, dass wir relativ normal weiterarbeiten dürfen. Ist der Vorteil auch privat, dass man tatsächlich vereinzelt auch mehr Zeit für Familie hat oder auch für dein großes Hobby natürlich, mehr Zeit fürs Kochen?
Naja, das darf man eigentlich kaum verraten, aber einige angenehme Dinge sind das schon. Es sind halt auch diese ganzen Abendtermine und sowas sind dann zu dieser Zeit und jetzt auch wieder ein bisschen weggefallen. Und es ist tatsächlich so, dass wir mit Begeisterung dann neue Sachen ausprobieren. Lustigerweise war gestern ein Rezept von Diana Bürkel und mir in der Hersbrucker Zeitung. Und das hat dann meine Frau inspiriert, um gleich genau dieses Rezept wieder von Diana Bürkel vom Wirtshaus, kennst du sicher, da dann nachzukochen. Und das fand man dann irgendwie total lustig, dass wir jetzt auf die Idee kamen, über die Hersbrucker Zeitung das wieder nachzukochen, weil wir haben da eben auch Videos gedreht mit Diana damals zu diesen Sendungen, zu ihren Rezepten, die wir in meiner Küche da eben gekocht haben und dann auch gedreht haben, auch eine eigene Sendung dazu gemacht haben. Und das war ja so ein schöner Zusammenhang, der eben normalerweise, wenn entweder Ute oder ich da oder dahin gemusst hätten zu Terminen von Vereinen, von allen möglichen Sachen, kulturellen Dingen, die dann nicht geklappt hätten, ne? Und so kommt man mehr zum Kochen, genau wie du sagst. Mit Ute bist du verheiratet, aber letztendlich macht ihr auch gemeinsam diese Firma. Inwieweit unterstützt ihr euch da gegenseitig? Naja, es ist eigentlich hauptsächlich Firma und die Ute ist halt für all das zuständig, wo ja, Verantwortung, wo Überblick, wo ja, auch natürlich auch viel Arbeit und Engagement gefragt ist. Und das ist ein Ding, das man halt gemeinsam machen kann, weil ich offen gestanden mit Kunden und Öffentlichkeitsarbeit eigentlich schon ganz gut ausgelastet bin. Und deswegen ist es eine wunderbare Zusammenarbeit, die halt über die vielen Jahre so funktioniert, auch dann mit den Mitarbeitern natürlich, mit dem ganzen Team, dass man sagt, so macht es einfach Spaß, eine Firma gemeinsam zu führen. Wie er zum Schreinern gekommen ist, darüber sprechen wir jetzt. Aber wir sprechen jetzt erstmal über die Nachrichten, die erst gestern vermeldet haben, das bayerische Handwerk kann sich nur langsam von der Corona-Krise erholen. Der Präsident des Bayerischen Handwerkstags hat gesagt, zwar gibt es eine spürbare Erholung, aber die Krise ist noch lange nicht ausgestanden. Die Erholung steht weiterhin auf äußerst wackeligen Füßen. Im dritten Quartal hat es im Vergleich zu den 3 Monaten davor zwar eine deutliche Entwicklung nach oben gegeben, zum Vorjahreszeitraum steht allerdings ein dickes Minus in den Bilanzbüchern des bayerischen Handwerks. Das alles aus pandemischen Gründen. Herwig, wie schaut es da bei euch aus? Wie seid ihr momentan durch dieses Jahr durchgekommen? Kann man da von den Zahlen her schon was sagen? Eigentlich ja, und wir hatten gerade erst Innungsversammlung, wo ich meine natürlich mit großem Abstand und alles sehr sorgfältig organisiert halten durften. Und da ging es eigentlich darum, dass bei uns in der Innung es eigentlich allen Kollegen, also der Schreinerinnung Nürnberger Land, es allen Kollegen eigentlich sehr gut geht. Bei uns selbst, bei den Möbelmachern ist es so, bei uns ist es eigentlich besser als vorher. Deswegen zählen wir da offensichtlich zu denen, die aus diesem Rückzug nach Hause und in die eigene Gemütlichkeit und in die eigene Wohnung und ins eigene Haus offensichtlich eher positive Aspekte rausziehen können. Es ist tatsächlich so, was man so den Eindruck auch hatte, dass die Menschen, wenn sie eben mehr zu Hause sind oder manchmal auch zu Hause sein müssen, zwangsweise wie im Lockdown, sich dann zwangsläufig auch um das eigene Haus, um die eigene Wohnung kümmern und sagen, Mensch, was ist denn so lange mal liegen geblieben? Was wollte ich schon immer mal ändern? Und warum schmeißen wir nicht einfach unsere alten Möbel mal raus und machen was Neues? Naja, offensichtlich ist diese Zeit, die man zu Hause verbringt, schon etwas, wo man dann eben drüber nachdenkt, was könnte man denn mal machen? Und da scheint die Küche offensichtlich schon etwas sehr Entscheidendes zu sein. Gerade bei den Menschen, die so um die 50 sind, ist es ja so, die nächste Küche ist sowieso die letzte. Und je eher man die dann hat, desto länger kann man sie nutzen. Und das scheint so ein bisschen angekommen zu sein. Also deswegen in diesem Zusammenhang haben wir jetzt auch wieder neue Mitarbeiter eingestellt, weil wir versuchen müssen, unsere Lieferzeiten ein bisschen runterzubekommen. Die werden sonst etwas zu lang. Gleichzeitig liest man ja tatsächlich, man wartet so lange wie noch nie auf Termine von Schreinern und auch von Malern und dann eben mindestens noch mal so lange auf die Fertigstellung der Aufträge. Also insofern ist es tatsächlich ein bisschen ungleich verteilt und es gibt deutlich Unterschiede zwischen den einzelnen Gewerken des Handwerks.
Unterschiede zwischen den einzelnen Gewerken und natürlich auch zwischen einzelnen Betrieben, je nachdem, in welchem Bereich sie tätig sind. Aber prinzipiell sehe ich einfach diese positive Tendenz, dass mal erkannt wird, dass das Handwerk tatsächlich wichtig ist, systemrelevant, wie man ja gerade so schön sagt dazu, und dass der Wert, den der Handwerker hat im Vergleich zu dem, der nur am Rechner sitzt und sowas, halt da noch was bekommt, weil man feststellt, naja, die können noch was, was andere schon nicht mehr können. Und vielleicht sollte man da auch mal drüber nachdenken, dass es auch wichtig sein könnte und dass es auch toll ist, wenn junge Leute so einen Beruf ergreifen. Es geht ja wirklich darum, dass wir auch Auszubildende brauchen, die dann später in diesem Beruf arbeiten. Denn natürlich ist auch für unsere Meister und Chefs sehr viel Arbeit am Rechner, aber im Prinzip können die halt was. Etwas Handwerkliches und diesen Wert wieder in die Bevölkerung zu tragen und zu sehen, Mensch, das ist wichtig, dass man die Leute hat, die nicht nur am Rechner daddeln. Das finde ich so gesehen mal einen ganz angenehmen Nebeneffekt der sehr unangenehmen Zusammenhänge. Also das habe ich mir auch manchmal gedacht, wenn ich meinen Beruf mit eurem beispielsweise verglichen habe. Das, was ich mache, das ja, wird einfach so versendet, ist dann mittags schon wieder nicht mehr aktuell oder einfach vergessen. Das, was ihr macht, das kann man mit Händen spüren und ihr baut Dinge, die einen selber ja auch überdauern. Das kann man sich ja auch mal darüber Gedanken machen. Denkst du manchmal darüber nach, dass Dinge, die vielleicht noch in 80, 100 Jahren da sein werden, auch noch schön gefunden werden, wenn wir beide gar nicht mehr da sind? Ja, das ist bei uns schon ein Thema, denn zum einen ist es einfach schön zu sehen, wenn uns Kunden anrufen, wo wir 30 Jahre alte Küchen nachgeölt haben und hergerichtet haben, dass sie danach anrufen und total begeistert sind und sagen, man sieht dem doch überhaupt nichts an. Und zum anderen ist es natürlich auch eine tolle Erfahrung, wenn Kunden, die wir vor 30 Jahren hatten, jetzt ihre Möbel vererben, beziehungsweise sie sterben und die Kinder, die dann auch nicht mehr ganz jung sind, sich einfach mit diesen Möbeln wieder neu einrichten und das neu gruppieren und wir dann diese Häuser praktisch neu gestalten können im Sinne der Kinder, aber mit den Möbeln, die wir vor 30 Jahren gebaut haben, das sind schon ganz tolle Erfahrungen. Die kleine Geschichte am Rande, wenn die Leute immer fragen, wie lange hält denn dann so ein Möbel, schaue ich immer so etwas skeptisch die Leute von oben bis unten an und sage, naja, also sie überleben es leicht und das habe ich nur einmal korrigiert dann, da musste ich dann nachrechnen, da war das eine Studentengruppe, die bei mir war, da gab es dann schon G8, das heißt, die waren also gerade 19 Jahre alt und die haben dann auch gefragt, wie lange hält denn sowas? Und dann habe ich gesagt, na, euch überlebt es leicht. Und dann habe ich aber eingeschränkt und habe gesagt, okay, solltet ihr jetzt mit 19 Jahren die Küche von uns kaufen, dann wird sie euch trotzdem auch überleben. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass ihr euch irgendwann im Leben nochmal eine andere Küche kaufen werdet, ist dann doch schon vergleichsweise groß. Bei 19-Jährigen muss man dann irgendwie mal sagen, jetzt ist übertrieben, jetzt muss man das mal zurückfahren. Wobei, wenn wir schon dabei sind, ihr macht ja nachhaltig und ökologisch Möbel für alle Lebensbereiche, aber natürlich spielt die Küche da eine zentrale Rolle. Und ich kann nur privat immer feststellen, dass wenn man sich trifft, wenn man also wieder mehr als 5 Leute um sich versammeln darf in Bayern, dann ist das Wohnzimmer, so schön es ist, eine Sache, wo man gerne vielleicht ein Aperitif nimmt oder sich einfach mal begrüßt. Aber letztendlich im Laufe des Abends verlagert sich dann doch meistens alles in die Küche, obwohl die gar nicht so groß ist vielleicht oder obwohl man da gar nicht bequem sitzen kann. Warum ist die Küche so ein Ort, die Menschen so anzieht, auch wenn sie dann vielleicht gar nichts mehr auf dem Herd stehen haben? Es ist einfach ein sowohl Arbeitsraum als auch ein sozialer Raum. Und was ich immer versuche, gerade wenn Neubauten dastehen, da ist es ja dann immer so, dass riesige Wohnzimmer und mittlere Essplätze und kleine Küchen häufig geplant werden, leider immer noch. Und ich versuche dann immer die Wertigkeit des Ganzen umzudrehen und sagen, zu was ist ein Wohnzimmer gut? Also gut, ich kann es mir ungefähr vorstellen, auch wenn ich selber ein Wohnzimmer im Prinzip nie nutze. Aber das, was wir einfach in der Küche erleben und eben den Aperitif nicht in dem Wohnzimmer, sondern den Aperitif auf unserem Teppanyaki, dieser Grillplatte, wenn da ein paar Chips drauf liegen oder wenn man da einen Hefeteig drauf macht, dann hat man ein Aperitif und gleich mit dem kleinen Knabberzeug, dann
ist das einfach eine ganz andere Atmosphäre und man schlürft den Prosecco oder was auch immer und hat einfach so einen wunderbaren Einstieg in den Abend. Und das ist tatsächlich auch das, was wir versuchen zu vermitteln mit unserer Küchenarchitektur, mit unserer Küchenphilosophie, dass es ein Lebensmittelpunkt ist und dass es um Lebensqualität geht und dass dafür die Architektur in der Küche dann eben ganz entscheidend da ist. Habe ich eine Möglichkeit, eben dem, der kocht, zuzuschauen, dabei zu sein, oder schaue ich nur seinen Rücken an oder ihren Rücken? Das sind einfach ganz gewaltige Unterschiede, die wir eben, wenn wir gemeinsam mit Kundenküchen planen, auch ausprobieren, auch zeigen, auch wir kochen natürlich dann auch gemeinsam und dann sind häufig die Kinder dann sofort begeistert und dann machen das nur noch die Kinder. Und das ist einfach diese Atmosphäre, die eine solche Küche eben mit einer Kochinsel, egal wie groß der Raum ist, es geht auch in kleinen Räumen, das ist dann halt eine Planungsfrage, das ist diese Atmosphäre, die versuchen zu vermitteln und dieses Ganzheitliche eben, da geht es nicht nur um Möbel, sondern da geht es halt tatsächlich um die Lebensqualität, die durch dieses Möbel und die Architektur entsteht. Das heißt, die Möblierung der Küchen hat sich durchaus verändert in den letzten 30, 40 Jahren. Muss man denn die Menschen auch so ein bisschen da hinbringen, in die Richtung erziehen, oder kommen die Anregungen dann, wie man Küchen gestaltet, dann doch eher von den Kunden, die sagen, ich habe da eine ganz genaue Vorstellung, so bauen Sie mir das bitte? Es gibt alle Varianten und natürlich ist meine Aufgabe oder ich sehe meine Aufgabe darin, eben diese gerade geschilderte Küchenphilosophie des Zusammensitzens, die Möglichkeit haben, da drum rumzusitzen, auch vorzuleben. Das heißt, wir sitzen ja oben dann bei der Planung auch gemeinsam in unserer Showküche, in einer unserer Showküchen und probieren das aus und kochen da zusammen. Aber es gibt natürlich auch Kunden, die einfach sagen, nee, das ist genau diese Art, die ich nicht will. Ich will in Ruhe gelassen werden, ich will kochen und will dann die Tür zumachen und das so haben. Und das machen wir natürlich genauso gerne. Wichtig ist, dass es vorher vorgestellt wurde, also dass man die Entscheidungsmöglichkeit hatte, dass man es miterlebt hat und gesagt, okay, das ist ganz schön, aber für mich ist es anders besser. Das ist einfach das Schöne an der Einzelanfertigung, dass wir das ganz direkt mit dem Kunden entscheiden und ausmachen können, wie er es dann im Endeffekt haben will. Ich formuliere das immer so, meine Aufgabe ist jeweils die Vor- und Nachteile zu schildern und die Aufgabe der Kunden ist dann die Prioritäten zu setzen und sagen, da haben Sie vielleicht recht, aber für mich ist es so rum das Wichtigere. Und das ist beim einen Mal die Optik, dass es eben so schöner ausschaut, beim anderen ist es die Funktion. Und schwierig wird es genau dann, wenn es bei ihr die Funktion und bei ihm die Optik ist. Dann ist das eben eine wichtige Aufgabe von mir, die ich immer unterschätzt habe, aber wo ich so langsam drauf komme, dass das vielleicht einer der wichtigsten Dinge ist, dass ich automatisch beim Erleben von der Küche und sowas das, was man vorher eben als Prämissen hatte, dass sich das dann doch ein bisschen angleichen lässt und dass man dann da schon Kompromisse finden kann, wo im Prinzip Funktion und Optik dann eben auch zusammengeführt werden können. Das ist ja nicht zu unterschätzender Teil meiner Aufgabe anscheinend. So hat der Schreiner vermutlich so manche Ehe schon mal im Vorfeld gerettet. Ja, die Zeiten von Meister Eder und seinem Pumuckl sind lang vorbei. Was ist der Schreiner, die Schreinerin denn heute für ein Beruf? Was ist die Schreinerei modernerweise auch für ein Unternehmen geworden? Oder gibt es tatsächlich auch noch solche Meister Eder-Werkstätten in Bayern? Das mag es geben, aber das ist unbedingt die Ausnahme. Also ihr seid ja da immer, also ihr, meine ich jetzt, ihr Journalisten, seid immer genau die, die bei uns dann die Hobelbank filmen wollen und zeigen wollen, wie da ein Hobel, ein Handhobel verwendet wird. Und wir widersprechen dann immer heftigst und sagen, nee, bitte lass uns an der CNC drehen, dass die Menschen sehen, insbesondere die jungen Leute, dass hier einfach moderne Maschinen im Einsatz sind, dass da Leute programmieren können müssen, dass da Leute Ahnung haben müssen von wirklich sehr moderner Technik. Und das ist uns schon immer verdammt wichtig. Aber es ist immer ein bisschen mühsam, ne? Also man muss wirklich immer so die Kameraleute von der Hobelbank wegzerren, um den anderen Aspekt des Handwerks hier zeigen zu können. Und wie gesagt, die Motivation dabei ist nicht nur diese Romantik rauszunehmen, die es ja durchaus gibt. Also wir haben einen wunderschönen Beruf, wir haben mit dem Werkstoff Holz, ist es ja einfach schön, er ist warm und er riecht gut und das ist einfach toll. Aber es soll eben nicht zu romantisch rüberkommen. Es ist schon ein anspruchsvoller Beruf und ja, wenn man so eine Ausbildung, eine unserer Mitarbeiterinnen hat gerade die Ausbildung zur Meisterin gemacht, wenn man das mitverfolgt, da hängt schon ganz schön was dran.
Und das andere ist natürlich, tue Gutes und rede darüber oder klappern gehört zum Handwerk. Das heißt, dieses Image zu pflegen oder ein altes, verstaubtes Image vielleicht loszuwerden, dafür muss man auch Internet und neue Medien nutzen. Nutzen das viele Schreinerbetriebe schon ausreichend genug? Ihr seid ja da auch inzwischen vorbildhaft, zum Teil auch preisgekrönt auch für diese Begleitarbeit in den neuen Medien. Ja, also die Homepage ist eigentlich in der Zwischenzeit schon von fast allen Schreinern ganz vernünftig und gut gepflegt. Dass die jetzt alle blocken, muss ja nicht unbedingt sein. Uns ist es halt wichtig, weil unsere Philosophie mit dem Holz aus der Region und die Ganzheitlichkeit natürlich nicht so ganz leicht zu transportieren ist. Anders als jetzt, wenn ein Kollege halt ganz normal Türen und Fenster macht, dann ist das vielleicht auch nicht so notwendig. Also das ist bei uns so ein bisschen, hat sich halt einfach aus der ganzen Firmenstruktur, aus unserer Philosophie heraus ergeben, dass es bei uns klar war, dass wir diese Zusammenarbeit, die ich vorhin geschildert habe mit der Forstbetriebsgemeinschaft Nürnberger Land, dass das halt erklärt werden muss, dass man sagen muss, klar, am Tisch sieht man nicht an, wo das Holz herkommt. Wenn man den in die Hand nimmt, das kann ein wunderbarer Tisch sein und genauso aussehen wie unsere, aber er hat halt eine andere Hintergründe. Und die darzustellen, hier ein Bewusstsein zu schaffen für das Holz aus der Region, für den Handwerker aus der Region, dass man sagt, kommt jetzt nicht aus China und ist eine ganz normale Buche, die in Deutschland gekauft wurde, das ist nämlich viel Buche, wird nach China verkauft, sondern das ist eben was, was wirklich hier unsere Handwerksleute gemacht haben und mit dem Holz hier aus der Region, das ist ein Wert, der aber halt dem Produkt selber nicht anzusehen ist. Und das ist sicher der Grund, warum wir in unserer Kommunikation auf allen Kommunikationsebenen eben versuchen, ein bisschen die Hintergründe zu zeigen. Und die sind nicht immer nur bei uns, sondern das ist eben auch bei vielen Kollegen so, die eben ganzheitlich arbeiten, wobei wir wahrscheinlich die einzigen sind, die tatsächlich selber das Ganze sägen und das Entrinden auch mit übernehmen. Vom Wald bis zum Kunden einfach diesen gesamten, ja, wir nennen es Waldschöpfungskette, die Wertschöpfung vom Wald bis zum Kunden durchgehend in unseren Händen haben. Das ist uns sehr wichtig, weil genau diese Trockenprozesse eben anders ablaufen, wenn man das mit ein bisschen Zeit macht, mit ein bisschen Ruhe, als wenn man das eben im Hauruckverfahren im Vakuumtrockner betreibt. Aber so als Laie habe ich gelesen, ideal ist es, wenn das Schreinerholz im Winter eben geschlagen wird, weil die Bäume da nicht in vollem Saft stehen. Das heißt, auch da verhindert man schon, dass die besonders saftig und feucht sind und verkürzt dann diese Zeit, indem man sie im Winter umlegt. Perfekt, genau so ist es, wie du es beschildert hast. Auch bei uns wird das Holz dann idealerweise nach dem ersten Frost geschlagen. Und das macht unsere Forstbetriebsgemeinschaft Nürnberger Land, macht hier eine hervorragende Arbeit. Wir müssen uns auch Gott sei Dank nicht um jeden Baum einzeln kümmern, sondern wir sagen, was wir brauchen. Und nachdem wir ja jetzt auch schon seit 25 Jahren zusammenarbeiten, hat sich da natürlich schon eine gewisse Routine entwickelt. Und wenn dann die Leute anrufen, Mensch, ich habe eine tolle Buche, sagen wir, bitte bring die Buche, sagst du, Forstbetriebsgemeinschaft. Und wenn die Buche so gut ist, wie du sagst, dann landet sie automatisch bei uns. Wir haben vorhin darüber gesprochen, dass eben dieser Prozess ja auch vom Baum bis zum Tisch und die Entstehung auch von Tischkultur, bis sie dann tatsächlich im Wohnzimmer oder in der Küche steht, auch eine gewisse Zeit braucht, dass es auch Lieferzeiten gibt, die man einkalkulieren muss. Jetzt könnte das manche Leute natürlich antreiben, gerade deswegen am Samstag ins Möbelhaus oder zum Möbeldiscounter zu fahren, denn da steht das Möbelstück noch am gleichen Abend in der Wohnung, wenn man es dann quasi auch noch glücklich zusammenbaut mit der etwas kryptischen Bauanleitung. Also wie geht ihr damit um, dass ihr sozusagen den Wettbewerbsnachteil habt, dass es eben alles ein bisschen auch Zeit braucht? Wir versuchen daraus einen Vorteil zu formulieren. Klar, das eine schließt das andere ja nicht aus. Es hat Vorteile, wenn man sich schnell was bei einem Discounter holen kann. Das ist ja völlig korrekt. Und das sind natürlich auch Lebensabschnitte, in denen mehr das eine und mehr das andere zählt. Aber wir haben immer auch jede Menge junge Leute, die jetzt sagen, also pass mal auf, jetzt will ich aber das genau so haben, wie es ich mir vorstelle. Und da spielt es dann offen gestanden keine große Rolle, wenn man den Tisch, die Küche, das Schlafzimmer die nächsten 50 Jahre hat, ob es dann 3 Wochen vorher oder später kommt, das reißt einfach nicht raus. Und deswegen, wie gesagt,
Discounter hat ein wir hatten bei uns IKEA zu Gast, also ganz IKEA Deutschland, waren mit 52 IKEA Green Managern, hat bei uns eine Tagung gemacht. Die damalige Managerin hat es genannt Betriebsspionage in einem nachhaltig arbeitenden Betrieb. Und ihr habt das zugelassen. Und das war spannend, das war wirklich, wir haben tatsächlich an diesem Workshop dann auch teilgenommen und waren auch oben im Hotel im Alten Schloss, wo sie untergebracht wurden, wo dieser Workshop da abgelaufen ist, waren wir mit dabei und haben festgestellt, dass diese IKEA-Managerin und wir die gleichen Leute angerufen haben, wie wir uns um die Mobilität, also um die Antriebstechnik, mit welchem Benzin, mit welchen Autos wollen wir fahren und sowas, da hatten wir mit den gleichen Leuten Kontakt. Also das waren interessante Berührungspunkte. Die Dame ist dann leider ausgestiegen, als dann bei IKEA die ganzen Skandale rauskamen, hat sie sich dann da doch verabschiedet. Aber mit ihr war die Zusammenarbeit damals ganz toll. Mareike Wieben. Und was hat IKEA von euch gelernt? Das ist ganz lustig. Wir hatten dann, das ist ja, diese Dame war eben auch sehr stark in der Nachhaltigkeitsszene drin. Und da saßen wir auf einem Podium und es waren 400 Leute im Publikum. Und dann einer hat dann Mareike eben fast angegangen und gesagt: Ja, was sagen Sie denn den Leuten dann, die bei Ihnen anrufen und sagen, und ich will jetzt ein nachhaltiges Möbel? Hat sie ein bisschen überlegt und hat gesagt, dann sage ich Ihnen einfach die Telefonnummer von den Möbelmachern, dann sollen Sie da anrufen. Und dann habe ich diese 400 Leute, der Saal hat getobt und ja, die Antwort wurde eigentlich gar nicht mehr dann ernsthaft erwartet. Dann sprechen wir gleich weiter. Wir haben es in der ersten Stunde schon angeschnitten. Wir haben viel über Holz und das Schreinerhandwerk gesprochen, auch über die Corona-Krise. Aber eigentlich spreche ich hier mit jemandem, der ja von seinem Ausbildungsstand her ja nicht als Schreiner angefangen hat, sondern der eigentlich Germanist, Soziologie und Politik studiert hat. Mit welchem Ziel hast du denn damals, warst du an der Uni unterwegs? Ja, vielleicht muss man andersrum anfangen. Eigentlich habe ich schon mit 14 begonnen, in der Waschküche meiner Mutter eine Werkstatt aufzubauen. Und in dieser Werkstatt sind damals schon Möbel und alles Mögliche autodidaktisch natürlich entstanden. Und irgendwann hat es dann in Richtung Holzspielzeug ausgeschlagen. Und dann habe ich mich eben noch vor dem Abitur an meinem 18. Geburtstag einen Betrieb für Holzspielzeug angemeldet. Das war aber eher ein Hobby und war natürlich auch ein bisschen ganz gut, um Geld zu verdienen. Aber das eigentliche Ziel, ich habe Germanistik, Politik und Soziologie studiert, um Lehrer zu werden, Gymnasiallehrer. Das war Deutsch, wollte ich eigentlich den Schülern beibringen und das war mein Ziel und meine Hoffnung, ja. Das heißt, zu dem Zeitpunkt hattest du schon Erfahrung mit einem Spielratz, wie man in Franken so sagt. Richtig, und das war das Lustige, dass natürlich bereits in München kein Mensch mehr weiß, was ein Spillratz ist. Weil also der Franke hat natürlich sofort verstanden, was dieser Markenname bezeichnen soll, aber der Münchner hat es natürlich nicht gewusst. Und ich konnte eben, durfte in München verschiedene Läden mit Holzspielzeug aus Franken beliefern, aber ich musste ihnen wirklich immer definitiv erklären, was ein Spillratz jetzt eigentlich ist. Nachdem wir jetzt viele Menschen haben, die uns aus München bestimmt zuhören, dann musst du es jetzt hier natürlich auch tun. Nee, Herr Spillratz ist im Prinzip, muss man sich den Erwachsenen vorstellen, der seine Söhne wegschiebt, weil er selber mit der Eisenbahn spielen will, die er ihnen zu Weihnachten geschenkt hat. Also eher der liebevoll Spielende, der mit Begeisterung, der alles drumherum vergisst und der das natürlich auch häufig und gerne macht. Das ist ein Spillratz. Das heißt, die Freude am Umgang mit Holz hatte für dich einen praktischen Nebeneffekt. Du hast dein Studium finanzieren können und hast dich dann aber mit jemandem zusammengetan, der quasi genau das Gegenteil war, der schon Schreiner war und auch das Handwerk gut beherrscht hat und der es anderen quasi als Lehrer schon beigebracht hat. Ja, das war eine lustige Kombination, die sich daraus ergeben hat, dass zu dieser Zeit, also so Mitte der 80er Jahre, haben die Leute, die Kajak fahren sind, das war ich zum Beispiel und ein Haufen Freunde, die haben gedacht, sie müssen jetzt auch Drachen fliegen und bei den Kletterern war es genauso. Und mein damaliger Freund konnte ich eben damals kennenlernen, den Gunther Münzenberg. Der kam von Klettern und wir haben uns dann eben beim Drachenfliegen kennengelernt, über wieder gemeinsame Freunde, die sowohl kletterten als auch Kajak gefahren sind. Und wir haben natürlich immer geblödelt und haben gesagt, naja, er ist Schreinermeister und hat die komplette Ausbildung und alles richtig. Und ich hatte aber damals schon am Atari-Computer eine Kundendatei und hatte eine zwar sehr kleine, aber vergleichsweise modern ausgestattete Werkstatt. Und wir haben halt immer so geblödelt und gesagt, irgendwann müssen wir uns halt mal zusammen selbstständig machen. Und dann saßen wir tatsächlich mal
bereits gegen Ende meines Studiums zusammen und haben dann erzählt, na übrigens, wir sind schwanger und haben die anderen gesagt, ja, wir übrigens auch. Naja, und das war dann die Phase, wo in Deutschland gerade Sozialkunde abgeschafft wurde, für kurze Zeit, Gott sei Dank nur, aber gleichzeitig war es die absolute Lehrerschwemme. Ich war mit dem Studium fertig, aber ja, dann hat sich eben das Kind angekündigt und wir haben in München, haben wir traumhaft gewohnt unter der Mansarde am Ostbahnhof in der Odeonstraße und das war da ganz toll, aber das war jetzt nicht unbedingt das, wo wir uns wünschten, dass unser Kind aufwächst. Und so entstand dann die Idee, wir wollten das mal zusammen selbstständig machen, machen wir das doch. Ja, und so haben wir dann 1988 in Hersbruck, konnten wir beim Herrn Keisner, der hatte früher eine Schraubenfabrik, und da konnten wir unsere erste Halle mieten und haben dann da begonnen, einfach mit dem Ziel, mit dem ökologischen Ziel, einfach Massivholzmöbel zu bauen und wohngesunde Einrichtungen zu machen. Zu einer Phase, wo kein Mensch wusste, dass man aus Massivholz auch Möbel bauen kann. Ja, wollte ich gerade sagen. Also der schreinernde Lehrer ins P und der lehrende Schreinermeister, die sich beim Drachenfliegen treffen, haben dann die zündende Idee, tatsächlich etwas wie Wohngesundheit mitten in den 80er Jahren zu formulieren. Was war denn damals der Antrieb dazu und was ist heute für dich Wohngesundheit? Also wie kann man diesen Begriff, der ja auch manchmal so als Floskel um die Ohren gehauen wird einem, wie kann man den mit Inhalten füllen? Was ist wohngesund? Naja, da geht es einfach um den Wohnraum. Wie viel Schadstoffe stößt der aus? Was habe ich an Kunststoffen da drin und so weiter? Und wir waren halt einfach echte Ökos. Und die Kinder sind ja gerade auf die Welt gekommen. Das heißt, da ist natürlich auch eine Phase, wo man sich darum bemüht, dass man sagt, es muss alles so gut, so gesund, so natürlich wie möglich sein. Und das war damals unsere Motivation und das ist heute unsere Motivation. Dass man die Dinge, die wir unseren Kunden verkaufen, die sollen nicht später mal von Baubiologen gemessen werden und hier Schadstoffanhäufungen in einem Schlafzimmer machen, sondern es sollte genau das Gegenteil sein. Das Massivholz soll seine Möglichkeiten, die positiven Einfluss auf ein Schlafzimmer, auf ein Wohnzimmer, auf das ganze Haus hat, diese Eigenschaften soll es ausleben können. Und das tut offenporig behandeltes, also geöltes Massivholz, dadurch, dass es Luftfeuchtigkeit aufnimmt, dass es Luftfeuchtigkeit abnimmt, dass es antistatisch wirkt, dass es sich angenehm anfühlt, dass es gut riecht, dass es idealerweise auch noch schön aussieht. Und genau diese Dinge zählen zum Wohngesund und da zählt natürlich dann auch dazu, dass die Matratzen, die Bettsysteme, die wir verkaufen, dass wir bei der Beleuchtung darauf achten, dass wir da nicht so große Felder drin haben und dass natürliche Materialien das sind, auf denen man dann liegt. Das ist unsere Motivation, dass wir einfach dann auch nach unserem Berufsleben sagen können, alles, was wir unseren Kunden geliefert haben, war okay und da gibt es nichts, wo man sagt, Mensch, da hätte man noch mal drauf schauen sollen, da ist ja ein Skandal draus entstanden. Und es ist so, allein in den Wäldern des Nürnberger Landes, da wächst täglich der Baustoff für rund 5 Holzhäuser nach, sagen zumindest die Statistiker. In einem Jahr wäre das also dann genug Holz für knapp 2000 Häuser, ohne dass man dabei tatsächlich Raubbau betreiben würde am Wald im Raum Nürnberg. Herr Wichtanzer, sollten deswegen nicht doch mehr Bauherren Holzhäuser bauen? Das wäre auf jeden Fall ein Grund, wobei der wichtigste Grund eigentlich die Lebensqualität in einem Holzhaus ist. Also wir haben uns weniger wegen der Philosophie für ein Holzhaus entschieden, sondern einfach, weil wir wussten, dass die Lebensqualität in so einem perfekt isolierten und wunderbar riechenden und eine wunderbare Atmosphäre betreibenden Holzhaus einfach toll ist. Also es ist schön zu wohnen da drin. Wobei man keine Angst haben muss, dass man da unbedingt gleich in so einem Almhütten-Look sein Leben verbringt. Das sieht optisch durchaus jetzt nicht so aus wie eine Blockhütte, so ein Holzhaus. Ja, das war damals unsere Initiative und unser Versuch, einfach das Holzhaus auch voranzubringen. Natürlich auch, um es mit unseren Möbeln auszustatten. Aber das war eben der Grund, warum wir direkt vor der Werkstatt das sogenannte regionale Musterhaus gebaut haben. Ein etwas unglücklicher Name, der später dann dazu führte, als wir eingezogen sind, dass da die Leute drumherum gegangen sind und bei jedem Fenster dann immer reingeschaut haben, wenn wir da am Sonntag beim Mittagessen waren. Das war aber nur am Anfang so.
so. Aber die Grundidee war, dass wir eben ein Haus konzipiert haben, das ausschließlich mit Materialien aus der Region und ausschließlich von Handwerkern aus der Region gebaut wurde. Und das sollte eben dann gemeinsam mit dem Initiativkreis Holz aus der Frankenalb, wo alle Gewerke da drin vereint waren, sollte das eben als Vorbild dienen. Mensch, Leute, sowas gibt es, sowas kann man tun. Damit kann man wirklich regionale Wirtschaftskreisläufe stärken. Und diese ganzen Initiativen, die da in der Hersbrucker Alb entstanden sind zu dieser Zeit, die haben eben damit auch dann ein Vorzeigeobjekt gehabt, das eben auch, wie du schon gesagt hast, das eben auch vergleichsweise modern war und eben nicht dieses Image des Holzhauses, des Alpenländischen vor allem, dann da vor sich hergetragen hat. Aber trotzdem ist es so, dass du nach wie vor in einem Vorzeigeobjekt wohnst. Das heißt, du musst auch in Stimmung sein mit der ganzen Familie, wenn tatsächlich jemand sich was anschauen will, musst du dein Haus öffnen. Ja, das klingt jetzt ein bisschen dramatisch. Es ist, normalerweise ist es einfach so, dass, wenn ich Kunden habe, dass wir uns natürlich diese Küche hier anschauen können. Wir können in der Ausstellung, haben wir jede Menge Möbel und auch Küchen, aber da sieht man eben Möbel und bei uns sieht man Einrichten. Und wir sagen ja, alles Gute zum Einrichten ist ja unser Slogan. Das Einrichten ist die eigentliche Kunst. Das Möbelbauen ist natürlich auch wichtig, aber dass man zunächst mal gemeinsam darüber nachdenkt, wie entstehen Räume, wie wirken sie, welchen Einfluss haben sie, das ist das, was wir eben im Haus besser zeigen können. Und du hast recht, für viele Familien wäre das die Hölle. Bei uns ist es einfach der Zufall, dass meine Frau Ute, bei ihr ist es immer aufgeräumt und es sieht immer gut aus. Und das war in der Studentenbude in München schon so, in Haidhausen. Von daher war das eigentlich, hat sich da nichts geändert. Wir können halt da einfach rein und Dinge zeigen, die man dann anfassen kann. Das ist ja bei der Einzelanfertigung, wir haben ja nur Skribbles, wir haben nur Zeichnungen. Nicht wie im Möbelhaus, wo man das Möbel komplett anfassen kann, sondern wir haben nur die Idee des Möbels. Und alles, was man zusätzlich dann noch haptisch und auch optisch dann im Musterhaus eben sehen kann, ist halt einfach sehr hilfreich für die Entscheidung. So könnte es mir auch gefallen, so möchte ich wohnen. Oder auch wenn es nur dazu führt, dass man sagt, so möchte ich nicht wohnen, möchte es ganz anders. Auch dafür ist es hilfreich. Also diese Kombination, nachdem es eben nur 20 Meter von unserer Werkstatt steht, das ist schon nach wie vor wichtig und für uns sehr hilfreich und für die Kunden genauso hilfreich. Obwohl, aus eigener Erfahrung muss ich sagen, manchmal macht es auch mehr Spaß aufzuräumen, wenn man die nötigen Möbel dazu hat, die ihm auch Aufräumfläche oder Aufräumideen bieten, dass man was mit Lust wegräumt oder einsortiert. Über diesen Initiativkreis Holz aus der Frankenalb würde ich gerne noch ein bisschen mit dir sprechen. Hat sich denn diese regionale Allianz in der Praxis bewährt und wer ist da so alles dabei in dieser Initiative, in diesem Kreis? Naja, es hat sich sehr gut bewährt, viele Jahre, als wir noch das Sägewerk hatten, wo wir eben tatsächlich auch dann das heimische Holz hier dann auch zu Häusern verarbeiten können. Es hat sich in der Zwischenzeit einiges geändert daran. Das heißt, die Hölzer für Hausbau müssen dann auch zertifiziert sein und alles Mögliche. Also es ist nicht mehr so einfach, aber es war einfach toll, auch zeigen zu können, dass man gemeinsam mit Handwerkern aus der Region, dass die sich nicht gegeneinander antreten, sondern dass die gemeinsam Projekte angehen können. Und wenn wir jetzt für Kunden zum Beispiel in deren Urlaub komplett einrichten, ganze Häuser einrichten und die sind in Urlaub, da sind wir natürlich darauf angewiesen, nach wie vor, dass wir Partner haben, die zum richtigen Termin kommen, die da zuverlässig sind, ob das der Elektriker, der Maler oder auch der Installateur ist. Und das ist eigentlich das, was wir eben auch versuchen, nach außen zu tragen, dass das hilfreich ist, wenn das Leute sind, die sich untereinander kennen, die sich untereinander schätzen, und dann eben von Kunden auch eine ganz andere Arbeit machen, wie das eben zu unserer Zeit, als wir im Jahr 2001 dieses regionale Musterhaus gebaut haben, dann eben auch dargestellt haben. Wir haben vorhin über die Zeiten gesprochen, die das auch alles braucht, bis es quasi handgefertigt ist. Bei einem Haus ist es ja durchaus anders, ja. Das Holzhaus ist ja im Endeffekt auch ein Fertighaus in dem Sinne, dass die Endmontage ja nur, ja, ein paar Tage dauert. Ja, da täuschen sich manche eben. Nein, das ist schon richtig. Das Haus steht sehr schnell. Nur der eigentliche Hausbau ist dann auch nicht wesentlich schneller als die anderen Häuser. Klar, es muss nicht trocknen. Das ist der große Vorteil. Es hat keine Trockenzeiten, wie wenn man es mauert. Aber bis dann tatsächlich die Küche eingebaut werden kann, damit haben wir ja sehr viel zu tun. Wenn uns Kunden dann Termine sagen, die wir eigentlich nicht glauben können, und sehr häufig stellt sich heraus, dass sie auch nicht glaubwürdig waren. Aber ja, auf jeden Fall
Das Entscheidende fürs Holzhaus ist die Lebensqualität da drin und alles andere sind die Rahmenbedingungen. Die Regionalität, reicht das heutzutage allein aus als Verkaufsargument fürs Handwerk? Nein, hat noch nie. Die Regionalität reicht nicht, die Nachhaltigkeit reicht nicht. Das sind alles die sogenannten Soft Facts, die da am Rande sind, die ein Zünglein an der Waage sein können, aber nur sehr selten der Entscheidungsgrund. Klar gibt es manche Leute, Menschen, die zunächst mal danach suchen, wo kann ich denn wirklich nachhaltig und vernünftig und wohngesund mich einrichten lassen, aber der eigentliche Kaufgrund ist dann, dass man vernünftig beraten wurde, dass man gemeinsam schöne Dinge entworfen hat. Wir fragen das ja ab, wir bringen ja immer ein Jahrbuch raus und da ist ein Fragebogen drin und da fragen wir auch immer nach den Kaufgründen und da stellt sich eben raus, dass tatsächlich diese Nachhaltigkeit und Regionalität und sowas wichtig sind, aber trotzdem hinter all den anderen Dingen rangieren, die ganz normal bei jedem Kauf eben auch entscheidend sind. Bei den Lebensmitteln spielt das ja durchaus eine Rolle. Also woher stammt das Unbedingt. Schwein oder das Rind, was ich esse? Das stellen sich die Leute durchaus die Frage, obwohl dann oft der Preis dann das Ausschlaggebende zu sein scheint. Ihr müsst ja für das Baumholz das gar nicht groß sagen oder müsst ihr da auch nachweisen, dass die Buche eben tatsächlich in Sichtweite von eurer Werkstatt gewachsen ist? Naja, sprichst du eigentlich ein ganz nettes Problem an. Wir haben eben keine Zertifizierung, weil es für unsere Art der Regionalität gibt es keine Zertifizierung. Und FSC, wir hatten vorhin ja IKEA auch mit erwähnt, FSC ist ja jetzt auch nicht das, was so hundertprozentig glaubwürdig ist und vor allem halt dann in den großen Maßstäben funktioniert. Bei FSC ist uns so kann ein man, Label, das müssen wir vielleicht erklären. entschuldige, ja. Forest Stewardship Council bedeutet, dass es eine Zertifizierungsgesellschaft ist, die eben angibt, dass wenn dieser Stempel da drauf ist, wenn dieses Zertifikat erteilt ist, dass das Holz tatsächlich nachhaltig geerntet wurde. Das heißt, dass genauso viel nachwächst, wie rausgenommen wird. Und leider gibt es eben auch in diesem Zusammenhang eine ganze Menge Skandale, auch mit IKEA zusammen vor allem, die eigentlich das Ganze, ja, zeigen, dass es nicht so ganz einfach ist, das eben tatsächlich dann auch weltweit immer zu den gleichen Kriterien umzusetzen. Und wir machen es eben auf einer ganz anderen Ebene und haben dafür auch keine Zertifizierung, weil wer soll uns zertifizieren? Uns muss man halt mehr oder weniger einfach glauben, dass es so ist. Und das kann man natürlich, indem man einfach bei der Forstbetriebsgemeinschaft nachfragt. Oder im jetzigen Jahrbuch hat der Chef der Forstbetriebsgemeinschaft einen ganzen Aufsatz geschrieben über unsere Zusammenarbeit in den letzten 20 Jahren. Also ich glaube, wir versuchen eben auf diesem Weg der Kommunikation da rüberzubringen, dass wir es ehrlich meinen, dass wir das genau das tun, was wir sagen. Und wie gesagt, nachprüfbar wäre es, weil wir haben natürlich auch die Rechnungen dafür. So sollte ein Journalist es wirklich sehr genau nehmen, dann ist er herzlich eingeladen, einfach mit in unsere Unterlagen zu schauen. Das ist doch ein Angebot. Was macht ihr aber dann mit Kunden, die tatsächlich sagen, ja, das ist alles schön, aber ich hätte gerne doch in meinem Garten widerstandsfähiges Holz, das irgendwie in Asien wächst, oder ich möchte dann doch, weil ich es im Urlaub gesehen habe, in einem Zirbenholzbett schlafen, weil ich da eben besser schlafe und die Ausdünstungen von Zirbenholz mir die besseren Träume bescheren. Aber die Zirbe wächst nun mal nicht in Franken. Ja, dafür gibt es einen ganz speziellen Passus bei uns. Wir garantieren 95% Holz aus der Region. Wir haben meistens 100%. Aber zum Beispiel die Zirbe, wenn sie aus den Alpen kommt, ist natürlich ein Holz, das forstwirtschaftlich angebaut wird und das eben forstwirtschaftlich verwertet wird. Dann kaufen wir das zu. Wir erklären natürlich in dem Zusammenhang, dass diese vermeintliche Untersuchung, der wissenschaftliche Hintergrund für die Wirkung der Zirbe, dass sie deutlich fragwürdig ist. Da habe ich einen viel zitierten Aufsatz in unserem Nachhaltigkeitsblog darüber geschrieben, wo denn auch eben viele Arbeiten, da viele Quellen zusammenkommen, um das auch zu belegen und da kann man das nachlesen. Aber wie gesagt, habe ich vorhin schon gesagt, unsere Aufgabe Vor- und Nachteile schildern, Aufgabe des Kunden Prioritäten setzen und wenn der Kunde sagt, Zirbe bekommt er Zirbe. Was er nicht bekommt, was du gesagt hast, gerade im Garten, ein Tropenholz oder sowas, da müssen wir ihn dann halt woanders hinschicken. Da können wir das Problem dann leider nicht lösen, weil das würde einfach die Idee der Massivholzschreinerei, die Idee der ja, regionalen Massivholzschreinerei dann einfach so ein bisschen untergraben, wenn wir jetzt auf einmal mit Tropenholz anfangen.
Aber wir haben zum Glaubwürdigkeit, Beispiel auch, ja. entschuldige, wir haben zum Beispiel auch jetzt ein großes Büro für eine Telefongesellschaft eingerichtet und da hat die Managerin, die das organisiert hat, die kennen wir schon sehr lange und die konnte alles auf die Massivholzebene bringen, aber sie hat es eben nicht geschafft, ihre Chefs vom amerikanischen Nussbaum wegzubekommen und in diesem Jahr hatten wir dann tatsächlich 2% amerikanischen Nussbaum verarbeitet für diese Telefongesellschaft. Was ich für nicht besonders dramatisch halte, aber was eben wichtig ist, dass man es tatsächlich so kommuniziert und sagt, deswegen garantieren wir eben nur 95% und wenn mal, also es wäre schade gewesen, diesen schönen Auftrag nicht zu machen, weil da sind auch tolle Fotos entstanden. Nachhaltigkeit, Glaubwürdigkeit und Transparenz, das sind natürlich Themen, die auch in der Kommunikation, wir haben es gerade angeschnitten, eine Rolle spielen, gerade bei euch als Möbelhersteller, als Möbelmanufaktur. Wie dieser Kommunikationskanal, und es sind beileibe, ist es nicht nur einer bei euch, funktioniert und warum er auch so viel Beachtung findet, bis hin zu Preisverleihungen, die ihr dafür bekommen habt, darüber sprechen wir gleich hier bei uns im Ratsch auf BR Heimat. Und wir schauen zurück aufs Jahr 1988. Da haben Gunther Münzenberg und Herwig Danzer, ein Paar wie Nut und Feder, könnte man sagen, die Möbelmacher im Nürnberger Land gegründet. Seitdem sind sie ernannt worden, unter anderem zum Umweltbotschafter Bayerns. Sie haben den Nachhaltigkeitspreis der Stadt Nürnberg abgestaubt, den Handwerkspreis. Sie waren bei der Aktion Mutmacher des Bayerischen Rundfunks dabei und 2010 den deutschen lokalen Nachhaltigkeitspreis quasi auf Bundesebene sich auch verdient. Ja, Herwig Danzer, ihr seid jetzt nominiert gewesen für den Preis für Nachhaltigkeit 2020 auch und das nicht nur eben, weil ihr ökologisch und weil ihr regional und weil ihr nachhaltig wirtschaftet, sondern da ging es eben auch um die transparente Kommunikation nach außen, also im Endeffekt vielfältige Kanäle zu nutzen, um über das, was ihr vorbildlich tut, auch zu sprechen. Warum ist dieser Bereich, der ja eigentlich auch nur Personal bindet und Geld kostet, für euch so wichtig? Naja, ich habe es vorhin schon mal erwähnt. Unsere Geschichte ist halt einfach eine Nummer komplizierter, wenn man das insbesondere von 1988 an aussieht, als einfach die Leute nicht wussten, dass man aus Massivholz tatsächlich Möbel machen kann. Da ging es einfach darum, auch ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass man sagt, es ist gesünder, es ist regionaler und es ist natürlich auch schöner, wenn ich diese Dinge so einrichte und eben nicht beim Discounter, wie du es angeführt hast. Und aus dieser Idee heraus hat sich, habe ja Germanistik studiert und in der Schule war ich natürlich auch bei der Schülerzeitung und in der SMV und sowas dabei. Und deswegen ist unser erstes Heft, das für alle Kunden erschienen ist, war tatsächlich, hat so ein bisschen ausgesehen wie eine Schülerzeitung. Das war zum Fünfjährigen, also 1993. Und 1997 haben wir dann unseren ersten Kalender rausgebracht, weil wir dachten, dass es hilfreich ist, wenn wir Beispiele zeigen, wie wir einfach bei Kunden eingerichtet haben. Und von Anfang an ging es nicht darum, Prospektfotos zu zeigen, sondern für diese Kunden haben wir diese Möbel gebaut und für dich, lieber Kunde, machen wir das auch und da können sie natürlich ganz anders ausschauen. Also es geht nicht darum, ob diese Foto jetzt dem Kunden gefällt, sondern einfach nur, dass es zeigt, es war für diesen Kunden genau die beste Lösung. Und in dieser Tradition sind dann eben auch viele andere Kanäle noch entstanden, in dieser Kalendertradition. Das waren jetzt aber nicht Kalender in der Art, wie es die Landwirte her jetzt seit einiger Zeit machen, wo man das Ganze irgendwie auch auf die Bäuerinnen konzentriert und auf schöne Menschen, die da irgendwo vor landwirtschaftlichem Hintergrund abgelichtet werden. Naja, wobei wir schon auch mit Räupen am liebsten natürlich mit den Kunden selbst als Model arbeiten. Häufig aber auch mit ihren Kindern, mit ihren Hunden, mit ihren Katzen. Und wenn eben alles passt, dann kann es schon auch sein, dass wir mal Models dabei haben. Von daher ist es. Wohnen hat immer was mit Menschen zu tun. Also ich wehre mich so ein bisschen dagegen, einen Raum einfach leer zu zeigen, weil er im Prinzip, idealerweise natürlich mit dem Menschen, für den wir es gestaltet haben, das ist natürlich so richtig für uns die beste Lösung, die wir überhaupt haben. Haben wir jetzt auch im aktuellen Jahrbuch, haben wir wieder eine ganze Reihe von Kunden, die selbst dann zeigen, das ist meine Küche, so haben wir uns das ausgesucht, so haben wir das gemeinsam entworfen. Also das ist schon toll. Und die sehen auch
toll aus. Also schadet ja nichts. Nein, überhaupt nicht. Ihr seid oder du bist jetzt quasi nicht nur als Schreiner, als Betriebschef unterwegs, sondern dann quasi auch als Verleger, weil dieses Jahrbuch gibt es jetzt, glaube ich, 25 Jahre. Ihr feiert Jubiläum. Das hat Jubiläum, ja. Also dieser erste Kalender 88 und jetzt eben das Jahrbuch 2020 ist tatsächlich die Nummer 25, die wir rausbringen. Und ja, Verleger natürlich insofern, als wir das Ganze ja auch finanzieren müssen. Und wir, da haben wir immer das Glück, diese Partnerschaften mit den vielen Betrieben, die dann bei uns eben auch Anzeigen schalten. Und es ist eben nicht nur eine reine Finanzierung, sondern es ist tatsächlich auch eine Darstellung, dass wir mit diesen Kunden, mit diesen Lieferanten oder eben mit diesen Handwerkspartnern einfach gerne und partnerschaftlich zusammenarbeiten und uns auch gegenseitig unterstützen. Also das ist so eine Kombination. Das ist wahrscheinlich das einzige Medium, wo die Inserate immer genauso interessiert gelesen und angeschaut werden wie der redaktionelle Teil. Also ein Stück regionaler Wirtschaftskreislauf, was aber auch jetzt wenig aufs Geldverdienen ausgelegt ist, sondern eher als Transport dieses Nachhaltigkeitsgedankens nach außen, ist euer Nachhaltigkeitsblog. Und das ist ja inzwischen ja so ein richtiger Medienoutlet, würde man heute sagen, geworden, oder? Naja, auch das hat 15 Jahre Tradition. Also wir zählen uns zu den, wir sind, glaube ich, die ältesten Handwerksblogger, aber das ist, im Prinzip war das eine Weiterführung. In diesem Jahrbuch kann ich halt einmal im Jahr zeigen, was wir machen, wie wir denken, wie wir ticken. Und das Blog hat einen anderen Tonfall. Auf der Homepage zum Beispiel, da macht man Werbung. Da schreibt man, wir sind die Besten, wir sind die Tollsten und so weiter. Also tun wir nicht, aber von der Grundidee her, Entschuldigung, während im Blog merkt man, wie wir ticken. Also das Blog ist einfach wesentlich intimer. Man kann die Gedanken nachvollziehen, die wir haben, wenn wir das Holz einkaufen, wenn wir uns mit 5 Leuten eine Stunde diskutieren, wie wir diesen Nussbaum einschneiden. Und dann schneidet man ihn ein und dann stellt sich raus, er ist innen drin komplett faul. Das sind halt so Dinge, die man darstellen kann und die man so als Erfahrungsberichte da reinstellt. Und die würden nicht auf eine Homepage passen, aber in einem Blog sind sie einfach sehr gut untergebracht. Und jetzt sind da 2.500 Artikel. Das wären wahrscheinlich 20.000 Seiten Buch oder sowas. Und ihr lasst nicht nur die Kunden zu Wort kommen und selber schreibt ihr natürlich da auch was, sondern beispielsweise auch die Menschen, die bei euch lernen, die eine Ausbildung haben, die haben da durchaus auch ein Forum zu berichten, was sie beispielsweise erlebt haben, was sie Gutes erlebt haben, was sie vielleicht auch verbesserungswürdig finden. Wie sieht es da aus? Ich finde es einfach ganz klasse, wenn sich junge oder alte oder egal wie, wenn wir Gastautoren finden, die über diesen Bereich dann auch berichten und sich trauen, darüber zu schreiben. Da gibt es natürlich nicht so viele, aber wie schon erwähnt, unsere Meisterin Sophia hat da schon eine Menge Artikel auch aus ihrer Sicht geschrieben und aktuell hatten wir jetzt eben den Fall von einer 20-jährigen Architekturpraktikantin, die kurz vor dem Studium eben ihr Praktikum im Schreinerhandwerk ableisten muss und will und dann im Blog 2 so grandiose Artikel geschrieben hat, so ehrlich, so tief über die Frau im Handwerk, aber auch über Sexismus im Handwerk, also nicht bei uns, sondern bei den anderen Betrieben, wo sie war. Und diesen Bericht wollte ich eigentlich so ein bisschen kürzen und dann habe ich gedacht, nee, den kürze ich nicht, der kommt jetzt 1:1 in das aktuelle Jahrbuch, weil es einfach so interessant zu sehen ist, wie intensiv sie sich damit beschäftigt hat, auch ihre eigenen Erlebnisse und wie sie sich selber auch verändert hat im Handwerk. Also das ist so ein Paradebeispiel, wo ich sage, ihr habt ja auch solche Sendungen, wo ihr junge Leute fürs Handwerk motiviert und da wäre genau so ein Artikel auch, würde da hervorragend dazu passen. Und da sagt man dann auch, das ist im Blog toll, aber ich will das auch im Jahrbuch drin haben und da steht es jetzt 1:1 in der vollen Länge, während man ansonsten natürlich immer, wie ihr auch, immer auf kurze Texte und sonst was achten muss, aber da habe ich gesagt, das passt so wunderbar. Das Schreinerhandwerk gilt ja tatsächlich noch als Männerdomäne. Wie einfach ist es tatsächlich für Frauen hier einzusteigen? Naja, also es hat sich schon deutlich gebessert. Als wir, unser erste Auszubildende war eine Frau, die hat uns so lange gelöchert, bis wir eingestellt haben. Wir waren eigentlich gar nicht so weit. Wir haben ja gerade erst angefangen und ein paar Wochen später stand sie schon auf der Matte und sagte, ich mache jetzt Abitur und dann will ich bei euch lernen.
Und hat sie auch gemacht und hat sie auch hervorragend gemacht. Alles war dann im Prinzip auch 9 Jahre bei uns und kannte natürlich alles und jeden. Und es war natürlich auch ein Vorbild dafür, dass es super ist, weil mit Frauen zu arbeiten, Frauen haben häufig einen etwas höheren, mehr Horizont. Also die Männer fixieren sich auf ihre Aufgabe und sind da drin sehr gut. Und häufig ist es so, dass die Frauen einfach ein bisschen mehr drumherum sehen. Das ist natürlich nur statistisch so und es kann Männer geben, wo es so ist und Frauen, wo es andersrum ist. Aber so ein bisschen unsere Erfahrung. Deswegen haben wir laut Handwerkskammer die höchste weibliche Ausbildungsquote Bayerns. Sie vermuten auch Deutschlands, aber das hat sich einfach bewährt und ist einfach im Team. Für mich, für uns alle, glaube ich, angenehmer, wenn eben da ein gemischtes Team ist. Und diese Praktikantin ist eben da reingewachsen und wurde da eben sehr freundlich aufgenommen. Das ist auch immer eine gegenseitige Geschichte, natürlich. Wenn jemand so offen und so ehrlich und freundlich ist, dann hat er nicht eine ganz andere Aufnahme, als wenn jemand abweisend ist und nichts sagt. Also das ist immer eine gegenseitige Sache. Und dann hat sie sich halt innerhalb von diesen paar Wochen hier bei uns so wohlgefühlt und das aber eben auch schriftlich festgehalten. Und wir haben es fotografiert. Wir haben viel fotografiert, weil zusätzlich sieht sie auch noch gut aus und war eben in genau dieser Phase, wo wir für das Jahrbuch fotografiert haben, war sie eben da und hat halt angefangen, erstmal die ganze Ausrüstung mit raufzuschleppen zu den Kunden, lustigerweise zu genau dem Kunden, wo sie auch bei der Montage dabei war, in Arbeitsklamotten. Und dann ist er im Bad verschwunden und dann kam ein Model, kam dann wieder raus. Also es war ein lustiger Zusammenhang und die Kunden waren auch total begeistert, diese Verwandlung miterleben zu dürfen. Aber was diese gemischten Teams angeht, ist tatsächlich so, ich habe mal mit einer Schreinergesellin gesprochen, die mir gesagt hat, naja, wenn sie mit Männern zusammenarbeitet, dann kriegt sie gesagt, das musst du doch sehen. Und wenn sie mit Frauen zusammenarbeitet, dann sagen die Frauen zu ihr, da musst du drauf achten. Und da geht es ja auch so ein bisschen um die Wortwahl und um den Ton. Ja, und da glaube ich aber, dass bei uns da durch die ständige Anwesenheit von vielen Frauen, glaube ich, dass sich ja nivelliert hat, so dass zumindest hat die Praktikantin es eben so bestätigt, dass er bei uns so aufgenommen wurde, wie sie es eigentlich immer wünscht, aufgenommen zu werden, und nicht so, wie sie in anderen Handwerksbetrieben ging es ja tatsächlich so, dass sie da von Sexismus gesprochen hat. Wir sprechen über Engagement für Natur, für regionale Wirtschaftskreisläufe und für die Gesellschaft. All das haben die Möbelmacher im Sinn, die Möbelmanufaktur von Herwig Danzer in der Frankenalb in der Nähe von Hersbruck, gelegen in Unterkrumbach. Und diese Manufaktur ist oft auch genug Motor und Ideengeber zahlreicher kultureller Initiativen, unter anderem beispielsweise für den Tag der Regionen. Über den Initiativkreis Holz haben wir schon gesprochen. Und beispielsweise auch, lieber Herwig, Heimat auf dem Teller ist dir ganz wichtig. Ja, natürlich hängt zusammen mit dem Tag der Regionen, der lustigerweise entstanden ist, weil Rainer Wölfel, der Geschäftsführer von dem Naturschutzzentrum Wengleinpark bei uns, damals etwas kritisch hinterfragt und hat gesagt, mein Gott, ihr macht da Kochworkshops und Kochkurse mit Neptuns Reich und Hummer und Zeug, macht doch mal was Regionales. Ne? Würde ja auch zum Holz passen, logischerweise. Und dann haben wir gesagt, na, selbstverständlich, machen wir was Regionales, ist ja kein Problem. Aber offen gestanden, um jetzt Regionalität wirklich in eurem Sinne, wie das Naturschutzzentrum Wengleinpark mit seinen Direktvermarktern das macht, rüberzubringen, ist natürlich ein Kochworkshop für 12 Leute vielleicht ein bisschen sparsam, machen wir es doch ein bisschen größer. Und da hatten wir ja gerade erst die Halle gebaut und dann haben wir tatsächlich gesagt, laden alle Direktvermarkter ein. Wir haben aber auch das Senberger Hoftheater dabei gehabt. Wir haben Slow Food dabei gehabt. Wir haben im Prinzip alles eingeladen, was zur Regionalität passt und hatten dann tatsächlich 1988 den ersten Tag der Regionen in Untergrumbach, wobei der damals regional genießen heißt. Deswegen gibt es zwei Meinungen, wann der erste Tag der Regionen war. Aber ihr genießt es in diesem Sinne auch schon, jetzt private Leidenschaften, auch unter dem Thema Nachhaltigkeit, Regionalität, Glaubwürdigkeit. Auf dieser Bühne, die ihr dem Ganzen bietet, das heißt Heimat auf dem Teller, spiegelt sich ja auch auf den Speisekarten, fast sämtlicher Gasthäuser in der Region inzwischen. Naja, wir haben eben
angeleitet durch das Naturschutzzentrum Wengleinpark, diese Entwicklung mit Heimat auf dem Teller hier praktisch als erste Regionalinitiative da miterleben dürfen. Und das ist ganz klar, dass sich die dann natürlich auch hier manifestiert und da so ein bisschen so das Zentrum, das erste Zentrum für die Regionalität entstanden ist, wo original regional dann erst ein bisschen später kam, also die Nürnberger Variante davon praktisch. Und das macht natürlich Spaß, wenn man mit Küchen zu tun hat, hat man das Holz aus der Region, hat natürlich auch die Lebensmittel aus der Region und hat einfach in der Zwischenzeit natürlich, das war ja 1998, in der Zwischenzeit ganz liebgewonnene Freunde, wo man sich halt auch freut, wenn man dort einkaufen kann und diese Lebensmittel dann eben auch, gerade wenn es um Fleisch und Fisch geht, mit gutem Gewissen seinen Kunden anbieten kann, weil man sagt, da stehen wir wirklich dahinter, das ist verantwortungsvolle Tierhaltung und was anderes wollen wir nicht. Du selber hast auch mit Gitarre ursprünglich angefangen als Musiker, als Hobbymusiker bist auf Kleinkunstbühnen aufgetreten und auch das berühmte inzwischen international anerkannte Gitarrenfestival von Hersbruck hat letztendlich seine erste Bühne bei euch bekommen, zumindest am Anfang. Ja, das war einfach super klasse. Arnoldo Morino, der damalige künstlerische Leiter, kam einfach mit seiner Gitarre, hat sich in die Halle gestellt und hat da gespielt und hat gesagt, genau, da können wir auftreten, da ist eine gute Akustik, da gefällt es uns. Und es waren so traumhafte 6 Jahre, mit den Musikern da gemeinsam zu arbeiten und das zu erleben. Das ist auch ein Erlebnis, wo man einfach sagt, mein Gott, wenn man jetzt da in der Rückschau das hat, dann war das so eine wertvolle Zeit und so eine intensive Zeit mit dieser Gruppe, die eben diese Gitarrenfestival organisiert hat. Das möchte man nicht missen. Irgendwann war es dann einfach zu groß, da hat man nicht mehr reingepasst. Aber in der Zwischenzeit ist ja der fränkische Sommer dann da regelmäßig bei uns und die anderen Werkstatttage. Von daher gibt es halt immer eine Zeit, es gibt immer Phasen und da ist das eine und dann kommt wieder was Neues. Das ist toll und wir haben einfach das Glück, dass wir selber entscheiden können, dass wir sehr offen sind und dass wir im Zweifelsfall auch bei Dingen, wo man noch nicht weiß, was rauskommt, Ja sagen, statt dass wir Nein sagen. Also als Kulturförderer versteht ihr euch auch. Wie ist es momentan in der Corona-Krise mit vielen Auftritts- und Versammlungsverboten? Wie sehr leidet da auch die regionale Kultur, gerade im ländlichen Raum? Ganz böse. Das ist einfach furchtbar schade. Ich meine, wir hatten ja, unsere Werkstatttage waren ja mit Dennis Scheck geplant. Das haben wir jetzt auf nächstes Jahr im Juni geschoben, parallel mit dem fränkischen Sommer. Und haben auch noch Märchenerzähler eingeladen, da mitzumachen. Leider wissen wir natürlich nicht, ob es diesmal klappen kann. Aber es ist ganz schwer, weil wir ja auch bei uns die verschiedenen Initiativen haben, die auch kulturell viel tun. Und ja, die tun sich alle natürlich etwas schwer. Das ist dramatisch. Das ist sicher die Branche, die es am härtesten trifft, die Künstler, die Veranstalter und sowas. Das ist richtig tragisch. Die Möbelmacher 2040, sagen wir mal, wenn wir mal vorausblicken. Wie viele Auszeichnungen sind dann noch dazugekommen und wie sieht das Unternehmen dann wohl aus? Können wir so eine kleine, einen kleinen Blick in die Zukunft wagen? Och, Auszeichnungen, das kann schon sein, dass es da noch ein paar kommen, aber das kann eigentlich nicht das Kriterium sein. Das eigentliche Kriterium ist, dass wir gemeinsam mit Kunden, mit ganz tollen Kunden übrigens, eine wunderbare Arbeit haben. Also wir haben einfach ein vernünftiges Ziel. Wenn wir eine Küche oder ein Wohnzimmer fertig montiert haben, dann hat man einfach das gute Gefühl, da was Tolles getan zu haben. Und die Kunden haben es auch. Die Kunden erkennen das an und das hoffe ich, dass es in den nächsten 40 Jahren auch ist. Wobei überhaupt nicht auszuschließen ist, dass jemand, der uns nachfolgt, der unseren Betrieb übernimmt. Das kann natürlich das einfach das Team sein, das im Moment da ist, aber es kann natürlich auch jemand von außen kommen, der neue Ideen hat. Das ist ja nicht festgemeißelt. Natürlich ist es schön, wenn in 40 Jahren der Service an unseren Möbeln weitergehen kann und wenn man immer noch bei den Möbelmachern anruft und sagt, bitte ölt mal unsere Küche nach, die ist jetzt 60 Jahre alt. Aber es kann natürlich auch sein, dass sich jemand findet, der sagt, Mensch, wir könnten doch mit dieser Massivholzkompetenz auch ein Serienprodukt rausbringen, was uns nie gelingt, weil wir sind halt die Einzelanfertiger. Bei uns gibt es als Serie mal einen Städtisch oder sonst was und wenn dann jemand so einen Städtisch bestellt, sagt er, ja, ich möchte ihn genau so, aber ganz anders. Und dann machen wir das halt trotzdem wieder einzeln. Also in 2040 wird es auch wieder toll und tolle Massivholzschreinerinnen und Schreiner kümmern sich um unsere Kunden.
Schön, dass wir positiv in die Zukunft blicken können. Am Ende dieses Ratsches, Herwig Danzer macht mit seinem Team in Untergrumbach Frauen glücklich und bringt Männer zum Kochen. Ich glaube, auf diesen Punkt kann man es auch bringen. Als leidenschaftlicher Koch und Holzfan. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für unseren Ratsch am Vormittag. Und ja, alles Gute weiterhin. Wir drücken die Daumen. Servus nach Mittelfranken. Sehr gerne. Vielen Dank an dich. Liebe Zuhörer, wenn Sie jetzt wirklich über eine Stunde lang zugehört haben, dann haben Sie sich mindestens 2 Brotzeitbrettchen von den Möbelmachern verdient, die Sie sich gerne abholen können. Bitte vorher anmelden, denn zurzeit haben wir ganz fiese Baustellen bei uns und die Umleitungen, die offiziellen Umleitungen sind ziemlich übel. Also fragen Sie uns, dann sagen wir Ihnen den besten Weg. Freue mich drauf, bis bald!